No! Hallo? 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 Hallöchen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Angegruselt. In der heutigen Folge werden wir spielen One Night at Flumpty's. Ja, die Idee wurde inspiriert, ja, natürlich von Five Nights at Freddy's Spielen. In diesem Spiel geht es um ein Ei. Ist die Hauptcharakter in diesem Spiel. Und sieht Made by Yonochrome, inspired by Scott Carden, also der Macher von den Five Nights at Freddy's Spielen. Ich würde sagen, wir fangen auch mal direkt an. Survive until 6 a.m. Okay, nur eine Nacht, die wir hier haben, wie auch schon der Titel des Spiels sagt. One Night at Flumpty. Okay, was ist das? Okay, das ist ein Ei. Ganz viele Augen. Ein Gang. Ein kackendes Etwas. I'm an egg. I'm immune to the plot and I can transcend time and space. Also, I'm coming after you. You can figure out the rest. Have fun. Okay, er hat gesagt, er ist Flumpty, er ist ein Ei und wir sollen Spaß haben. Okay, Flumpty hat sich anscheinend bewegt. Flumpty ist das Ei. Und das Spiel scheint bis jetzt wirklich funny zu sein. Ist ein Horrorspiel auf jeden Fall. Oh. Gerade bedrückende Musik. Bedrückende Musik, okay. Wahrscheinlich wird der irgendwie was mit Fuxi zu tun haben, schätze ich mal. Ich habe mir nicht allzu viele LPs von ihm angeguckt, nur ein ganz bisschen, um zu wissen, worum es geht. Das Spiel ist im Übrigen auch kostenlos, wenn ihr spielen wollt. Unten in der Beschreibung ist der Link vorhanden. Okay, die haben sich bewegt. Okay. Wir müssen Batterie sparen. 12 Uhr ist es, eine Nacht haben wir nur zu überleben. Da ist der Dr. Mario-Kopf und Winnie Pooh. Okay, das ist ein bisschen gruselig. Oh, like a sir. Okay, der Kacken. Okay, da ist nichts. Das ist auch nichts. Ich habe Angst, weil er da steht. Der so like a sir-haft. Ob er uns etwas tun könnte, aber ich bin mir nicht sicher, ob er das wirklich macht. Ah. Sieht gruselig aus. Im Übrigen, neue Facecam, vielleicht ist euch schon aufgefallen. Bessere Qualität. Wow! Flumpty! Like a sir. Okay, er ist weg. Wow! Ein anderer Typ. Uiuiuiui. Das Spiel geht ja schon richtig zur Sache und es ist... Wieso ist Flumpty auf einmal auf der rechten Seite? Okay, der Biber hat die Zeitung weggelegt. Der Biber hat die Zeitung weggelegt. Ah! Flumpty! Das ist... Das sieht süß aus, aber es ist etwas gruselig. Das muss man schon zugeben, ey. Das ist echt gut gemacht. Ey, das Spiel gefällt mir wirklich sehr gut. Ich habe auch gehört, dass es einen zweiten Teil davon gibt. Eventuell, wenn ihr das wollt, werde ich den auch let's playen. Ich weiß nicht, ob er kostet oder kostenlos ist. Aber wenn er kostet, ist ja nicht schlimm. Ich schätze mal, der wird nur 1, 2, 3 Euro kosten. Ja, mein Taschengeld müsste ich eigentlich zahlen können. Door Power geht eigentlich noch vollkommen. Okay, er hat die Zeitung immer noch weggelegt. Like a Sir und Flumpty auf der linken Seite. Okay. Wow! Like a Sir Typ war jetzt da und hat uns einen Schrecken angejagt. Okay. Ist er weg? Wow! Nein, er steht noch da und wartet auf uns. Mit seinen fleischfressenden Zähnen oder... Ja, das ist gruselig. Okay. Es ist 1 Uhr morgens, also das Spiel geht viel länger als die normalen Five Nights at Freddy's Spiele. Das Ei ist da und er ist da. Okay. Ich glaube, wir können jetzt wieder ein bisschen chillen. Ich bin mir noch nicht sicher, was er für eine Rolle einnehmen soll. Flumpty ist, schätze ich mal, Freddy. Weil das Spiel ja auch so heißt, Like a Sir Typ ist, entweder der Hase oder... Ah! Oder... Die Ente. Oh, ich muss mich jetzt vollkommen konzentrieren. Die Spielmechanik ist wie halt Five Nights at Freddy's 1.
Man muss immer auf die Türen aufpassen und immer links und rechts schauen und... Das heißt dann, dass... eventuell der Biber den Platz von... Foxy einnimmt. Das kann natürlich sein. Der Like a Search Group ist immer noch da und Flumpty ist weg. Flumpty ist weg. Flumpty ist weg. Okay, Flumpty ist da. Okay. Solange wir ihn im Auge haben, ist alles gut. Gruselig ist es nicht, aber das Spiel macht wirklich viel Fun. Falls ihr auch mal spielen wollt, wie gesagt, unten in der Beschreibung ist... Wow. Ist der Link. Ich sollte mal meine Kopfhörer lauter machen. Ja, jetzt ist der Effekt ein bisschen besser. Come on. 2 Uhr. Ah, ich darf nicht so lange. Okay, er ist weg. Wir haben noch die Hälfte der Batterien und es ist gleich circa 3 Uhr morgens. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, aber ich schätze mal, das ist einigermaßen in Ordnung. Eventuell schaffen wir sogar die erste Nacht bei im First Try. Aber ich wäre mir da nicht so sicher. Meine Skillkünste sind da noch nicht so gut. Okay, niemand da. Das Spiel läuft in ca. 30 bis 40 FPS immer. Okay, niemand da. Wo sind denn die alle? Okay, die beiden sind da. Like a Search Tube und Flumpty war da. Flumpty, kann er sich teleportieren? Kann das Ei sich teleportieren, Mann? Das ist ein Ei. Im Normalfall müssten wir nur hingehen und den boxen und dann müsste er zerbrechen. Schätze ich mal. Wow! No! Oh, das war gruselig, das muss ich zugeben. Okay, er ist wieder da. Okay, der Like a Sir Typ ist da. Gucken wir links, rechts. Dem müssen wir ein Auge behalten. Das war schon ein bisschen gruselig, wie er da so angerannt kam. Die Hälfte der Batterien haben wir noch. 3 Uhr morgens, sieht doch relativ gut aus. Die Hälfte der Nacht ist auch geschafft. Der Like a Sir Typ ist wieder rechts. Okay. Wir sind wieder weg. Wo ist Flumpty? Wieso war da gerade Lava? Wieso war da gerade Lava? Wow! Homie! Mach mir keine Angst, Brate! Tür zu! Okay, gucken wir mal links nach. Was? Flumpty! Flumpty! Weg! Ist er weg? Ja, er ist weg. Gott sei Dank. Flumpty auf der linken Seite macht mir etwas Angst. Ist unberechenbar, wann er kommt. Das ist wirklich unberechenbar. Bis jetzt schlagen wir uns relativ gut. Würde ich mal so sagen. Der Like a Sir-Typ kommt nur von rechts und Flumpty kann von links und rechts kommen. Und jetzt sind beide weg. Ja. Okay. Die Türen können wir noch zumachen. Das heißt, dass sie nicht schon an der Tür standen und uns beobachtet haben. Okay. Beide weg. Wieder unser Augenmerkmal an. Die kacken im Biberbänden. Flumpty. Bumpty. Okay, er ist wieder weg. 4 Uhr morgens. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Was ist da für ein fucking Clown? Was ist das für ein fucking Clown? Ich glaube nicht, dass er. Kann man seine Nase drücken? Nein. Was ist das für ein fucking Clown? Like a Sir. Like a Sir. Okay, hier ist... Ah, Mann, diese Kameras, die immer zugehen, die sind echt... Ja, komm! Like a Sir. What the fuck are you? Ah, okay. Der Clown kommt näher. Der Clown kommt näher. Komm schon! Wir haben nicht mehr allzu viel Batterien, Leute. Das kann... Er ist weg. Linke Seite beobachten. Er ist noch da. Okay, das macht mir langsam Angst. Wie der Clown da immer näher kommt. Der Clown kommt immer näher in den Raum. Ah, und die Dinger werden aggressiver. What the fuck are you, man? Das war nicht besonders nett von dir. Ein Glück habe ich so viel Five Nights at Freddy's 1 gespielt, dass ich die Spielmechanik schon einigermaßen kenne und
hier eventuell sogar die erste Nacht First Try schaffe, das, ich würde mich wie der oberste Boss fühlen. Das müsst ihr euren Freunden erzählen, dass der Thomas First Try dies geschafft hat und ich weiß nicht, was das für ein Ei ist, das immer auftaucht. Eventuell Golden Flumpty? Der Clown steckt langsam seinen Fuß durch. Der Clown steckt langsam seinen Fuß durch. Flumpty Bumpty. Der Clown. Okay, wieder zumachen. Nein. Oh, ich mach bald nichts mehr. Der Clown. Oh, Junge, bitte. Bleib doch nicht so lange da. Bleib doch nicht so lange da. Bleib doch nicht so lange da. Bleib doch. Flumpty Bumpty. Okay, er ist weg. Er ist weg. Gruselig. Was sollen wir jetzt tun? Können wir warten? Nein, ich glaube nicht. Dafür geht die Stunde viel zu lang. Der Clown kommt immer näher in den Raum. No! Leute, wir waren bei 5 Uhr. 5 Uhr waren wir. Aber ich werde es noch einmal probieren, da mir das Spiel wirklich relativ viel Spaß macht. Ich meine, wozu habe ich mir einen neuen PC gekauft? Um lange aufzunehmen natürlich. Und um solche Spiele zu suchten. Deswegen würde ich sagen, wir werden ein bisschen vorspulen und ich werde nur die spannenden 10 reinkarten. Guckt es euch an, was ich gerade entdeckt habe. Honk, honk, honk. Honk, honk, honk. Ich feiere das Spiel jetzt schon, das ist einfach nur mal geil. Ey. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Wenn ihr Five Nights at Freddy's Spiele mögt, dann holt euch das. Das ist einfach nur der Hammer, wirklich. Nee, ich kann nicht Beatboxen. Flumpty. Like a Sir. Leute, es ist 5 Uhr morgens. 5 Uhr morgens. Ja, Flumpty, Pumpty. Auch wieder da. Und der Clown kommt auch langsam zu uns. Ja, gruselig. Das wird echt gruselig langsam. Okay. Ja, 5 Uhr morgens, komm, wir müssen es schaffen. Wir müssen noch auf den Biber aufpassen. Der kann auch kommen. Der Biber hat uns in der letzten Nacht getötet. Ich habe gehört, wie er angelaufen ist. Ich habe aber nicht schnell genug reagiert. Man hört das, wenn er läuft. Wow, und wieder dieses komische Kramm-Ding oder was es auch immer ist. Der Clown kommt immer näher. Immer näher kommt der Clown. Ja, ich würde dann sagen, Leute, meine Lust ist echt am Ende. Das waren jetzt einige Versuche, die ich hatte zwischendurch. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Und wenn ihr wollt, dass ich es mal zu Ende spiele, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, zum nächsten Angegrusel. Ciao.